Hallo und herzlich willkommen jetzt zum nächsten Part von Super Mario 64. Und es geht natürlich wieder weiter mit der Sternensammlung. Lalalala, wir gehen jetzt nach Kurs 13. Lalalala, ich glaube, das war kein Eingang. Nein, das war es nicht. Wir werden jetzt nach Kurs 13 gehen. Da fasse ich mich kurz. Jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Ich gehe natürlich das große Gemälde direkt. Und los geht's in Kurs 13. Hier erwartet uns nämlich Gulliver Gumba. Oder Gulliver Gumba, wie immer es auch genannt werden möge. Pflücke die Schnapp-Piranha. Ich hätte doch lieber die kleine Gemälde nehmen sollen. Egal, und wir sehen ja schon hier riesengroße Gumbas. Mamma mia. Aber mit der Stampfattacke kriegen wir direkt 5 blaue Münzen. Wenn wir nämlich einen normalen Schritt machen, dann kriegen wir nur einen. Deswegen merkt euch das schon mal voraus. Eine Stampfattacke auf riesen fetten Gumba gibt 5 Münzen. Ein gutes Profit, den man hier machen kann. So, und Laktikus bei mir. Wah! Laktikus sagt einfach, oh du Scheiße, ein riesengroßer Fisch. Der mag mich echt zum Kauen gerne, deswegen gehe ich den blitzschnell. Weil wenn er mich einmal frisst, bist du direkt Feierabend. Aber sowas von schnell Feierabend. Da ist meine Lebensleiste direkt verschwunden. So. Hi Gumba. Ich hau mal ab hier. So. Ja, gehen mal hier. So und. Ui. All planned, keine Sorge. Ich kann mich ja noch einigermaßen noch in diesen Kurs. Ah, oh, wirst du hier bleiben. Ja, pff, follow up. So, jetzt gehen wir hier lang. Kurz. Ich hätte mir jetzt ein bisschen Zeit sparen können, hier doch in der kleine Gemälde springen sollen, aber ich habe das jetzt mit den Kursen ein bisschen verschwitzt. Egal, ich gehe jetzt hier in die Röhre rein. Eigentlich sind die Röhre nochmal wieder da. Leider nur in diesem Level großartig. So, jetzt aber, wow, muss ich ein bisschen aufpassen. Scheiße. Ah, ich habe mich doch noch gerettet. Ich habe mich noch gerettet, man hat's gesehen. Blödes Spiel. Das war gemein. Egal, ich gehe jetzt in die kleine Röhre, ins kleine Gemälde rein. Kann somit den Kurs schneller fertig machen, sprich den Stern. So. Wie man ja auch schon bemerkt, die Art. Nicht die Art des Sprunges, sondern eher die Gemälde, die ich betrete, machen auch direkt meine Gröll. Wow. Au! Abkühlen. So. Ja, ja. Wie pst. Ich wollte gerade sagen, du hast mich doch gar nicht getroffen. Ja. Laktiko, du bist echt ein toller Kameramann. Wenn du mal bitte mal die Kamera richtig setzen würdest, würde ich viel besser vorankommen. Danke. Danke. Oh, so geht's besser. So, jetzt aber. So, dann hüpfen wir in die Röhre wieder rein. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen hier durch. Zack, es geht nämlich jetzt um die großen Schnapppflanzen hier. Auch wenn man die besiegt, ist klar. Nur 2 Münzen? Ich dachte, man kriegt 5. Tö. Geizkran hier alle. Oh, ich muss mir auch noch nebenbei noch mal wieder überlegen, hier mit dem Thema 100 Münzen noch nebenbei auch, wie ich das machen werde. Aber das werde ich ja auch irgendwie gleich auch irgendwie dazwischen quetschen können. So, wo waren denn jetzt noch hier? Wow, hau ab. Da ist direkt eine Schelle von mir. Und du kriegst auch direkt eine Schelle von mir. Oder ein Kick. Oh, da nehmen wir noch eine Münze mit. Ich glaube, der war der letzte. Ja, der war der letzte. Oder war es eine bestimmte Pflanze gewesen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig. Werde ich ja gleich nochmal gucken, wenn ich die 100 Münzen sammle, weil ich werde die Schnapppflanzen auch zu meinem Thema Münzsammlung zählen. Oh, kurz Sternchen haben wir auch schon mal einen. Oh Leute, ich habe jetzt gerade echt ein bisschen einen kleinen Riss, wo nochmal alles was war. Aber ich werde jetzt nochmal ins große Gemälde hüpfen, in kleine Form rein. Flutschen in diesen Kurs, um herauszufinden, was wir jetzt machen müssen. Ich werde mir jetzt erstmal was zu trinken nehmen dabei. Wie gibt es zur Spitze der Insel? Okay, ich denke mal, als kleiner war doch eine richtige Idee. So. So denn, dann wollen wir noch mal langsam. Auch ich muss mich erstmal wieder ein bisschen wachklöppeln. Weil ich fange natürlich direkt immer meist nach dem Aufstehen fange ich schon direkt mit dem Aufnehmen an. Ich habe ja jetzt genieße ich jetzt Zeit ja meinen Urlaub. Ist jetzt gerade der Au. Dankeschön, Mistkerl. Aber die verwandelt sich doch auch bestimmt in die Spike-Schildkröten oder so. Kann man nicht das gerade. Okay, er verwandelt sich in gar nichts. Das war jetzt knapp. Wobei ich denke, wir haben heute den Dienstag, der 26. nehme ich heute gerade auf schon. Natürlich wieder einen guten Rutsch nehme ich hier alles auf.
So, leider konnte ich den weiß doch nicht, warum du mich jetzt treffen wolltest, aber ich habe ihn mal zurückgetroffen. Ja, okay, den habe ich aber gekriegt. Aber ich glaube, die kann man nicht so besiegen. Au. Kann man nicht? Nee, kann man nicht. Dann besiege ich dich so halt wieder mit Stampfattacke. So, direkt wieder voll Energie. So, hüpfen wir mal nach rüber. Oh. Von manchen Fragen, was steht denn auf dem Schild? Lese ich nochmal extra voll vor. Achtung, starke Pöhlen, aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. Mhm, eine aufregende Reise, okay. Here we go! Whee! So. Ist der Pilz jetzt heute mal so nett und will jetzt mit mir mitkommen? Danke, er will mit mir mitkommen. Ich habe ihn jetzt einfach mal praktisch gezwungen, mit mir mitzukommen. Ich kann es einfach mal. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie war das nochmal hier? Uah! Genau. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wird ein Stern sein, der mich ein bisschen wahnsinnig machen wird. Ich weiß nur nicht mehr, welcher das war. Jetzt mal gipfe ich mal hier. Autsch. Oh, vor die Rübe. Vor die Klempnerrübe gekriegt. Uah! Uah! Okay, ich werde mich jetzt aber nicht drum weiter rumärgern. Ich will jetzt einfach... Nein, die Röhre werde ich jetzt nicht benutzen. Hätte ich aber auch machen können, aber jetzt weiß ich ja wenigstens, wo die ganzen Röhren wieder verteilt sind. Um mir einen kleinen Vorteil zu schaffen für die nächste Zeit. Ah, komm, das kriegen wir noch so hin. Da, das ist der Kumpel da oben. Oh, ja, ja, du kannst mich mal hier. Ich nehme dich mal von hinten richtig hier. Uah, das hat sich jetzt mal wieder so zweideutig angehört. Ich nehme dich von hinten. Uah. Ah, na ja. Hm, dann werde ich wohl, denke ich mal, die... Ja, ich glaube hier... Ah, war ja schon der Stern. Dann haben wir wieder noch ein Sternchen in unserem Inventar, dem wir Hallo sagen können. So, ich bin auch die ganze Zeit noch mal nämlich überlegen, wegen einem bestimmten Stern. Das gilt hier um den Bowser-Stern, noch in der letzten Bowser-Welt. Das wäre eigentlich theoretisch gesehen der allerletzte Stern, den ich noch finden muss. Aber da lasse ich mir auch noch was einfallen noch dazu. Ob ich den jetzt so einsammle oder anders mache, das habe ich noch Zeit für, um zu nachzudenken. Noch bin ich ja nicht da. Trete noch einmal gegen Koopa. Das war es. Ja, ja, ihr denkt alle richtig. Koopa, jetzt nicht König Koopa aus den... Ey, ohne Scheiß, ich habe mal wirklich damals nachgedacht... Wo ich das gelesen habe, Koopa gegen Koopa oder so, dachte ich jetzt, König Koopa aus der TV-Serie taucht auf und so, aber kann ja schwer, weil eigentlich war ja König Koopa ja Bowser. Die haben ihn halt nur in der TV-Serie einfach nur umgeändert, was ich bis heute auch noch nicht kapiert habe. Aber wir haben es hier wieder mit unserem bekannten Koopa zu tun, hier, der, hoffentlich bin ich jetzt nicht ans Mikro gekommen gerade, der fette Koopa versperrt mir den Weg hier. Der Goomba meinte ich. Jetzt habe ich Koopa, glaube ich, gerade gesagt. Oh, boing. Danke für deinen Schub. So, aber ihr habt es, glaube ich, jetzt gerade eben gesehen, von welchem Koopa ich hier gleich rede. Autsch. Einmal mit der dicken Nase gegen die Wand. 5 Leben, ja, reicht. Ist halt manchmal mal doof, wenn man das Spiel neu starten muss heute und immer wieder die ganzen schönen Leben weg sind. So, aber ich gebe euch schon mal einen Hinweis hier. Ne? Jetzt wisst ihr schon Bescheid. Kurs 1. Ja, der Herr trifft mal wieder auf uns. Diesmal hat er ja ordentlich trainiert, muss man sagen. Er gibt jetzt diesmal ordentlich Gas. Und wir müssen gewaltig vorsichtig sein, weil der Mistkerl ist jetzt richtig krass drauf. Und vor allem reicht hier auch gewaltig an Taktik. Das war jetzt auch knapp wieder. So, jetzt schnell hier hoch. Jetzt muss ich nur überlegen, wo der nochmal war. Irgendwo. Ah ja, genau, der stand da hinten. Der Mistkerl. Ich muss nur aufpassen. Ich muss mit dem Weitsprung ein bisschen. Ah, da genau, da steht er ja, der Knallfrosch wieder. So, erstmal muss ich mir ein bisschen hier schon mal ein bisschen den Weg erleichtern, weil ich halt noch den Weg her weiß. Dahin. Okay, dann werden wir jetzt mal unseren Versuch wagen, gegen ihn anzutreten, weil er ist, wie gesagt, zackiger drauf. Lang, lang ist's her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf, aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Böenbrücke. Fertig? Los! So, und los geht's. Wir müssen uns ordentlich Vorsprung holen, weil der Herr ist richtig schnell. Aber richtig schnell. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede.
Auch wenn ich hier ein bisschen Schmerzen einkassieren muss, das ist mir egal, weil er ist wirklich sau schnell geworden. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mir einen guten Vorsprung gesammelt habe, weil hier mache ich keinen Sprung, weil das habe ich einmal probiert und das hat mich böse zugerichtet. Aber wir sind ja schon direkt da und guck mal, wie schnell er geworden ist, sage ich ja. Kann man den Weitsprung nicht, hat man sehr leicht verloren. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Cooper Mach 1 Schuhe gekauft. Naja, ich denke auch dieser Stern gehört hier. Herzlichen Glückwunsch. Ah, wunderschön. Naja, zum Glück habe ich das ja mit dem Weitsprung gut drauf. Deswegen war das auch ein sehr schneller Sieg für mich. Denn wie gesagt, wenn ihr gegen den antreten wollt und gewinnen wollt, habt die Weitsprünge gut im Griff. Die sind Gold wert. Hier, gerade gegen Cooper. Vor allem im Thema Schnellbewegung ist das sehr effektiv. So, ich habe einfach nur die Kante berührt, das reicht ja wohl auch da reinzukommen. So, löse die 5 Itty-Bitty-Rätsel. 5 Itty-Bitty-Rätsel. Was war das nochmal? Ah ja, I remember this. Ich bin jetzt schon wieder mal in die falsche Gemälde reingeflutscht. Ist ja nicht schlimm, es gibt ja genug Röhren ja hier. Deswegen mache ich mir nicht so einen großen Kopf darum. 5 Itty-Bitty-Rätsel. Ja, um es euch schon mal in die Kurzversion zu erklären, was wir hier erledigen müssen, ist, hier sind Eingänge kleine, also sprich Löcher. Da zum Beispiel da hinten, wo ich gerade durchgelaufen bin. Oder, was können wir noch nehmen? Hier da zum Beispiel die Löcher, wo beispielsweise gerade die Eisenkugeln rauskamen. Die kann man auch nur als Loch erzählen. Halt so Eingänge, Ausgänge. Das müssen wir als großer Mario berühren. Das werde ich jetzt auch machen. Deswegen gehe ich jetzt immer in die höhere Röhre hier wieder. Und ich muss euch mal sagen, ihr könnt die Sounds nicht hören von den Röhren. Was ich wiederum sehr schade finde. Die sind extrem leise. Da muss man richtig gut hinhören. Um zu hören, was für ein Geräusch da auf dich naht. Weil, fand ich echt schade. Also, die Röhrengeräusche waren... Ich muss hier vorsichtig gerade laufen. Die Röhrengeräusche sind nicht so toll hier. Muss ich sagen. So, hier haben wir eins. Schon mal. So, was war denn noch? Fünf Itty-Bitty-Rätsel. Das war Itty-Bitty. Ah, da ist nochmal ein Loch. Heiß, 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 heiß. So, zwei... Ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, wo noch einer war. Hier war noch einer. Das weiß ich noch. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo noch einer. Drei habe ich jetzt. Vier war, glaube ich. Moment. War ja auch lustig, wenn wir den hier besiegen können. Ja, der braucht uns nur anrempeln. Aber nicht du. Okay, er geht schon baden. Er hat schon so Angst vor mir. Ne, warte mal. Das hier zählt auch, glaube ich. Ne, habe ich ja schon berührt. So, ich mach die Kanone schon mal abschlussbereit. Eine kleine Form. Oh shit. Boah, was doch Glück gehabt. Ich habe schon Angst bekommen hier. Boah, dich klatsche ich mal so weg. Boah. Oh, that's gonna hurt. So, jetzt gehe ich aber hier vorsichtig nochmal hier hin. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, wie ich hier springe. Okay, weil als großer Mario hat das so seinen Vorteil, aber Nachteil halt, wenn man ein bisschen zu fett für die Dinge sind, ist... So, da war nochmal vier. Willst du das mal berühren? Hallo? Hallo, da war noch... Ach, leck mich doch. Ich könnte schwören... Nein, lass es so sein. So, jetzt muss ich aufpassen hier. Jetzt muss ich... Mama mia! Mein Gott, ich hasse das, wenn das so passiert. Ja, komm her, Goomba. Meine Güte, ey. Ich bin jetzt gerade wieder hier ein bisschen still, weil ich hier gerade... Ja, genau. Abkühlen. Boah. Einfach ins Wasser rennen. Dann geht das auch wieder weg mit den Nachbarn. Ach, guck mal, unser Cooper ist noch da. Komm mal, oder hier. Ui, hat er nicht viel gebracht. Oder hier, den können wir auch, glaube ich... Okay, dann habe ich komplett platt gemacht. Das tut mir leid, Cooper. Oh, neuer Versuch. Ich glaube... Ah, Mama Mia. Ich glaube, ich komme auch so hoch. Komm schon, Mario. Mario, komm schon. Jetzt, komm schon. Na, komm her, Seitwärtssprung. Du musst sitzen.
komm schon, ey. Oder wartet mal, ich habe eine bessere Idee. Ah, naja, komm. Ich mache jetzt Experimente. Ich habe jetzt gerade... Ah, lalalala. Da wird zu viel von mir. Hoppla. Ja, die sind ein bisschen schwer zu treffen hier. Ach, mein Gott, ne, ey. Komm schon. Bist doch nicht fett genug, um da hochzukommen. Ey, dieser dumme Berg, ey, der nervt. Moment, oder ich muss jetzt so machen. Ich stelle mich mal so hin. So, jetzt habe ich diese Perspektive. Jetzt kann ich ganz behutsam laufen. La, 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 vorsichtig, da ist die Mutter der Porzellankiste. Ich warne dich, wenn du jetzt hier runterrutschst, ey, dann knallt's aber. So, da. Ja, genau, noch weiter geht's nicht, wa? Wie soll ich bitte schon da hinkommen? Hallo? Praktiko, dreh doch mal die Kamera richtig. Ah, da unten. Moment. Ach, Lactico ist manchmal so eine Leuchte, ist manchmal mein bester Freund, wenn er die dumme Kamera so richtig sitzt, dass ich gar nicht richtig realisieren kann, wo ich mich gerade hinbewege. So, also. Oh, wir müssen vorsichtig sein, wie gesagt. Hüpsa! Boah, das war knapp. So, wie bitte zum Geier, was zum Geier soll ich denn jetzt bitte schon da hinkommen? Ein Weitsprung ist halt viel zu weit weg. Oh nein, sag mir bitte nicht das, was ich glaube. Muss ich jetzt wirklich mit der Kanone mich darüber schießen lassen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Leute, das ist nicht euer Ernst. Aber so wie es aussieht, habe ich ja keine andere Wahl, wa? Oh, Mama mia. Macht euch schon mal bereit, dass ich vermutlich gleich failen werde. Ja, schöner Wind, weiß. Heißer! Wow, 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 wow. Verrückt. Ja, komm. Mann. Alter. Alter. Boah. Ich kämpfe gegen diese Böen an, weil ich es kann. Yeah. Und Weitsprung. Mama mia. Ja, ne, ich mag dich nicht. Ich gehe lieber hier rein. So. Aber ich glaube nicht, dass ich da hin muss. Das glaube ich jetzt gerade echt nicht. Das ist doch doof, weil das doof ist. Nein, Moment mal. Ich Dovikopf, ey. Ich weiß. Ich weiß es schon wieder. Ich bin total falsch. Ich bin auch. Ich weiß es wieder. Jetzt ist es mir gerade wieder durch den Kopf geschossen, kam es gerade so. Und dachte nur, what the hell? Ich weiß es wieder. Es ist mir wieder durch den Kopf gekommen, wie ich dahin komme. Das war total falsch. Ich wäre jetzt fast doof gefailt, um dahin zu kommen. Jetzt weiß ich wieder. Es ist mir gerade wieder durch den Kopf geschossen. Urplötzlich halt. Ich hasse diese Windböen manchmal. Ich weiß zwar nicht, warum du dabei Here We Go schreist, Mario, aber passt schon. So, jetzt muss ich nur irgendwann mal hier hin wieder. So. So. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Egal, was du denkst, geh einfach hoch. So, jetzt müssen wir nur mal genau überlegen, was das nochmal war hier. Ich glaube, hier unten war auch nochmal eine Röhre, oder bin ich doof? Ja. So, hier war das hier und so. Der Stern müsste... Ja, da hinten. Ah, okay. I have this. Wo war jetzt die Röhre, bitteschön? Sag nicht, ich muss mir das ganz umsonst... Ja, warte mal, da oben ist die Röhre doch. Ich wollte doch gerade sagen, hier war doch nur eine Röhre gewesen. Rein da wieder. So. Jetzt muss ich erstmal hier rein kurz mal gucken. Ich will mal hier looken kurz, nicht mal umsehen. So. Ja, komm. Vergiss es. Aha, da. Zack. So. Mensch, ey. Ich mach mich dabei selber bekloppt. 100. Münze. Münze. Stern. Da habe ich mich mal wieder verplappert. Ich hab's eigentlich mit meinen Stern und Münzen. Ohne Flachs.
schrief ich dabei und sagte Lachs. Ich bin jetzt gerade außerdem auf die Tastatur gekommen. Ich hoffe, es ist nicht die Aufnahme weggegangen oder so. Sonst schreie ich hier. Okay, jetzt gehen wir mal hier rein. Wieder. Jetzt muss ich nur überlegen, was hier noch war. Finde die 8 roten Münzen. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich schon mal anfange mit den 100 Münzen sammeln. Und da bin ich ja schon mal hier richtig bin. Werde ich das jetzt auch direkt machen. Also, dann geht's da mal los. Die 8 roten Münzen weiß ich ja schon so, wo die sind. Auf die Birne. Die dicke Qualle. Schmammel! Bam! So, Nummer 5. Machen wir hier kurz einen kleinen Ausflug hier. La 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 la. Ja, oh mein Gott, juckelt meinen Rücken ein bisschen, aber egal. So, jetzt wollen wir mal kurz hier lang düsen. Ja, ja, komm, hau ab. Lactico. Ja, nee, nee, nee. Jetzt holen wir noch die Münze hier. So. Das nächste. Hi, Cooper, alte Huter. So, 9. So, jetzt nehme ich mal kurz den Panzer hier. Weil ich gerne da gleich hoch auf einen bestimmten Platz gleich gehen möchte. Oh, warte mal, den nehmen wir auch noch mit. Ja, jetzt muss ich kurz die Kamera bewegen. Aber Lactico macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung, dieser Hans. Alter, Lactico, ey, du bist so eine Knalltüte. Ja, das war jetzt mein Fail. Aber egal. Uah, der Fettwanz ist wieder auf mich los. So. Egal, auf die Münzen kann ich jetzt verzichten. Ich weiß gar nicht mal, ob der bei dem Block da mal war, ob bei dem Vlog. Oh, ist das mal ein Trip vom Kopf, Shy Guy? Ja. Wo ist der fette Fischchen? Oh Gott, nix hier weg, nix hier weg. Der will schon zu mir. Nein, vergiss es. Ich schmecke nicht. Schon gar nicht dir, du Hans. Wurst. Oh, dann wollen wir mal weitergehen. Dann schnappe ich mir mal den Riesengumba. Auf die Birne, du Schmörmel. Weitsprung, ist klar. Einfach gerext, hier reinspringen und fertig. Du wirst schon wieder hochgepustet. Und pustet und pustet und die Blase. Und das, ach, was ich. Wir gehen nach rechts und wir gehen. Grünfeld. Ne, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Aber ich kann trotzdem mal hier lang gehen. Wow, 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 wow. So, jetzt hüpfe ich mal hier. Sammle die Münzen ein. Sind wir schon mal gut auf dem Weg. Oi, what was that? Ich bin mal so hoch. So, wie bequem. Malalala. Oh, lala. So, jetzt schnau ich mal kurz den Gumba. Ja, halt die Klappe, GKO. Oh, ich brauch deine Münze. Gib mir deine Münze. Ich will alle deine Münzen haben. So. Ja, den nehmen wir den da oben noch zum Korn. Jetzt packe ich den mir mal kurz. Schwinge ihn durch die Gegend und schmeiße ihn auf den Hintern. So, nochmal ein paar 5 Münzen. So. 66. Hier waren alle. Unten ist. Mach, Mensch! Lactico! Nämlich der Kameramann, ey. Dass deine Kamerafirma Insolvenzen und so. Wegen schlechte Kameraqualität und so. Wo bin ich überhaupt jetzt eigentlich? Bin ich jetzt überhaupt richtig hier oder werde ich mich jetzt Verderbnis so. 70. Und dann haben wir die beiden. Das wären schon mal 80 Münzen. Stampf auf den Schädel. So, die ich nehme ich auch noch mit. Aber ich wollte gerade sagen, hat er jetzt. Gott sei Dank hat er noch getroffen. So, was ist, steht denn hier überhaupt nochmal? Ich mache gerade einen kleinen Waldlauf. Komm doch später wieder vorbei. Dein Freund Cooper. Ja, ja, naja. Er glaubt nicht, dass er einen Waldlauf macht. So, dahin muss ich gleich. Zu diesen Strecke. Ich glaube, mit der Kanone muss ich mich. Ah, ist gleich. Deswegen war die Kanone da. Ich muss mich an den Baum gleich schießen lassen. Damit ich nicht dahin laufen kann. So, ich muss mich kurz mal richtig hinsetzen hier. Und dann. Ja, dann schnappe ich mir jetzt mal eben kurz eine Röhre. Weil ein paar Münzen. Ich will mindestens
Ich zähle gerade. 82 Münzen müssten eigentlich reichen. Um. Weil, wenn ich wegen 8 rote Münzen, 8 Stück, 2 Münzen. Ja, 16 Münzen, ja. 1. Ach komm, wenn ihr schon mal hier seid. Komm, tritt dich platt. Kleiner Gumba. Woll, der Gumba trollt mich hier. Ja, ist auch getrollt. Hallo Gumba Cooper. Zack. Jetzt wissen wir, warum wir nie mehr auf Cooper getroffen sind, weil Mario ihn platt gemacht hat. Ja, dann gieße ich mal kurz hier. Da war ein Schuss in den Ofen. Aber das ist mir egal. Ich wollte ja nur die 90 Münzen reichen mir voll und ganz. Ich will jetzt nicht alle Münzen jetzt wieder sammeln. Das ist unnötiger Zeitvertreib. Top. Und Rainer wieder. So, jetzt düse ich mal eben zur Kanone. Wo war denn mal die Kanone? Die war da hinten, glaube ich, irgendwo. Und ich glaube, ich knall mir jetzt voll das Kanonenrohr. Au. Mama mia. Willkommen bei Don't Try This at Home. Springe vom Weitsprung von einem Berg herunter. Wow! Check es! Da 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 da. Nein, wir sind nicht bei Checkers. Ach ja, so, la 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 da da da. Kanone, Kanone, Parole. So ein Stückchen so, dann ein Stückchen so, dann müsste ich genau an. Mist! Au! Au! Au, au, au. Au, ey. Au, ey. That's gonna hurt. Jetzt kommt bestimmt der dicke Fisch und frisst mich auf und dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann kann ich gleich mal blitzschnell einen Cut machen, wegen irgendwelchen bestimmten Gründen. Und dann werde ich hier rumschreien und Klamotten durch die Bühne werfen. Okay. Das war ein bisschen, glaube ich, ein Stückchen höher, glaube ich. Ich glaube, so müsste es reichen. Ja. Geht doch. Wunderbar. Oh, ach, guck mal, ein Pilz kommt direkt zur Belohnung. Das ist doch fein. Oh, du bist ruhig. Oh. So, weil ich Mr. Lactico-Kameramann nicht vertrauen kann, muss ich jetzt so laufen. Weil Lactico ein Blödmann ist. Ja, ich rede von dir, du Mr. Kamera-Freak. Du bist mich manchmal echt... Alter, schreck mich doch nicht, ey. Aber egal, komm mal schon mal den Stern mitnehmen. 101 Stern. So. Ab geht's zum 8 roten Münzensammlung. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und hier wird's sehr eklig. Und man hört ein komisches Geräusch. Und ich schaue nach oben. Den kennen wir doch aus Super Mario World. Weekly heißt er, glaube ich, ne? War das Weekly? Oder so? Oder. Ich nenne ihn einfach Moorrübe. Und ich bin doof! Halleluja! Alter Falter. Ah, ich sag nicht, ich muss jetzt wieder da. Ich sag jetzt bitte nicht das, was ich glaube. Bitte sagt es nicht. Bitte sagt es nicht. Bitte sagt es nicht. Bitte, bitte, bitte. Bitte lass mich wieder da aufkreuzen. Ich habe jetzt keine Lust, da extra den Weg zu. Ah, ja, ich liebe es. Gott sei Dank, ey. Naja, ich habe wenigstens zum Glück ja die roten Münzen, ja. Nur jetzt als Planung. Ich hätte nämlich nicht. Ach ja. Ich bringe es manchmal echt zu Dingen. Wow! Lass mich hier raus, ich will hier weg. Das ist mir unfreundlich hier alles. La 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 la. La 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 sata. Ja, jetzt müssen wir hier durchrennen. Ja, ach, warum drücke ich jetzt Z? Ich wollte doch B drücken. Ich bin noch eine Flaute. Ich bin eine Flaute. Hau ab, Lactico, sonst knall ich dir einen vor die Birne. So, Lactico, Koopa, ich nehme mal das mal kurz. Ich nehme mal kurz beeilen. Und rein geht's. Ui, ui, oh, au, au. So, hier rein. Oh. Könntest du bitte mal aus meinem Sichtfeld ver... Geh mir aus dem Gesicht, Junge. So. Das ziehen wir nochmal so. Dann gehen wir ein bisschen höher. Dann so. Das hat so gereicht, soweit ich weiß.
Genau auf die Krone. Hey! 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 Okay, genug rumgesponnen. Ei, Goomba! Galt noch, galt noch. So, einmal Lactico-Nahaufnahme bitte. Hinter mein, auf mein Kreuz. Oder auf meinen Nacken. Ich weiß nicht, ob du irgendwie so ein Fetischist bist auf meinen Nacken. Deswegen dachte ich mal, Lucke auf meinen Nacken. Ich wollte gerade was anderes sagen, als anstatt Lucken. Versuch Nummer 2 mit den roten Münzen jetzt, aber jetzt komm. Jetzt wollen wir mal ein bisschen, ne, nicht mehr so verrückt spielen. Ne, komm, warte mal lieber. Ja. Jetzt wollen wir mal kurz ein bisschen. Ich spring mal von hier ab. So. Gut. Upsa. Und hier nochmal. Nummer 4. Das nehme ich ruhig mehr als letzten. Schwimm mal hier rüber locker. Leicht. So, und jetzt. Doppel. Wasalakala, ja, da habe ich mich. Mein Lebensende fast verdrückt. Okay, so. Wie geht's? Diese Fackel möchte ich aber nicht annehmen. Ist mir. Lactico, ich wäre nett, wenn du mal deine Kamera. Genau, so wollte ich die haben. Mal kurz Schaden schützen. Oh, jetzt. Okay, wow. Oh, hier ist das. Autsch. Lactico, nimm mal die Kamera da hin, du Blödmann, ey. Ich hasse das manchmal, wie der das macht. So, das ist 8 und da haben wir ihn schon. Wie schön er funkelt. Und wartet nur auf mich hier. Ja, egal, auf den One-Up. Der One-Up ist so oder so gleich weg, weil ich werde nur nach diesem Part kurz mal abhauen müssen. Ist ja schon wieder soweit. Oh Gott, die Zeit rast wieder hier. Also muss ich jetzt mich ein bisschen, ein kleines bisschen ein Stückchen wieder beeilen. Weil ich bin heute echt nur ein kleines bisschen im Stress. Da, 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 da. Huisa! So. Ich war schon wieder die falschen Gemälde gejumpt. Lalalala. Drehe Wiggler im Kreis. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich bin nur wieder blöderweise wieder in die falsche Röhre gejumpt. Aber egal, das macht mir jetzt auch nichts Großartiges. Oh, aus. Jetzt habe ich noch Schluck auf. Mensch, die Aufnahme ist wieder wunderbar heute für mich. Die prickelt richtig. Nicht nur, weil ich Unfug sabbel, sondern auch, weil ich Unfug mache. Swimming, swim, 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 swim. So, dann gehen wir mal kurz schnell, bitte, fixe, faxe, fuchse, direkt Richtung Röhre. Ich wollte gerade sagen, was geschieht jetzt hier? Okay, jetzt muss ich in die eine Röhre hüpfen. Schnell. Mache ich jetzt auch mal blitzschnell. Watch this. Da 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 da. Du, du, du. Man hört das ganz leise. Das ist echt doof gemacht. Das ist mit dem Röhrensound, das ist, regt mich ein bisschen auf. So. So, ich muss dafür, um erstmal zu Wiggly zu kommen. Boah. Jetzt muss ich erstmal wieder kurz die Nahaufnahme klicken. Mario läuft aber stattdessen lieber in eine andere Richtung, wie es ihm mal so gefällt. Bist du ein Schmörmel, ey. Ach, komm, lauf doch nicht so besoffen, ey. Hast du gesoffen? Getrunken heimlich? Ich frag lieber nicht. Ah, toll, jetzt muss ich wieder. Ah, Mann, ey. Ja, genau. Ich habe ja schon nicht genug Schmerzen. Na komm, ich trinke dir erstmal ein. So, jetzt bist du wieder ein bisschen klarer im Kopf, hoffe ich. Nee, hau ab mit deinen hässlichen Flamme. So. Dab, dab, dab. Schöne Musik, wieder mal. So, jetzt. Gehen wir nochmal hier hoch. Jetzt so, bitte. Kamera richtig. Danke. Bitte von der Kante weg. Okay, jetzt laufen wir mal so hoch. Wenn er jetzt runterrutscht, dann, ne? So. Ihr habt euch ja gewundert. Hier sieht man ja kein Loch. Ich muss es mir gerade eben machen. Und einen dicken Knall. So. Man hat den Ton gehört. Ich mache hier viel für Sachen. So, jetzt gehen wir wieder zurück in die kleine Form. Oh. So, zack, zack. Ja, wunderbar, Mario. Du bist echt
So awesome. Ja, jetzt mal hier hoch. Und dann schnappen wir uns mal kurz hier den dicken Schmörmel von Mr. Lila Launebär. Ah, dann haben wir den auch besiegt. Jetzt kann ich aber auch aber keine Nahaufnahme von Lactico. Ich könnte dich manchmal so killen. So. Hopp. So, da machen wir aber nicht hin. Und da ist das Loch, was wir gerade reingehämmert haben. Und rein mit uns. Wing. Okay. Ah, siehe diese Schweinerei an. Du hast meine Wohnung überflutet. Meine ganze Einrichtung ist ruiniert. Ich bin stinksauer. Alles läuft schief. Seit ich diesen dämlichen Stern gefunden habe, ich werde... Wow, ist okay. Mann, Mamiya, der ist ja richtig schlecht gelaunt. Hey, Kumpel, alles klar? Oh. Ja, ich könnte den, glaube ich... Ich halte das nicht mehr aus. Zuerst überflutest du meine Wohnung und dann hüpfst du auch noch auf mir herum. Mir reizt, ich werde dir ein richtiges Benehmen beibringen. Du, ich werde dich lehren. Oh, jetzt ist er sauer. Wow, jetzt ist er sauer. Und ich mache eine Stampfattacke auf ihn und hau ihn trocken auf den Schädel. Bist du immer noch hier? Findest du nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? Wow. Oh, halt. Ich gebe auf. Hier, nimm den Stern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich kann mir die Sterne auch durch das Loch in der Decke ansehen, wann ich immer ich möchte. Ist ja ganz klein geworden, hat man ja gar nicht gesehen. Danke. Wir bedanken uns schon an Lactico, weil er so eine dämliche Kamerahaltung hat und er verzieht sich, glaube ich, jetzt. Ja, genau. Hatte ich mal gehabt, der war mal hier klein geworden. Dann ist er in die Tiefe gefallen. Man konnte ihn von oben aus sehen, wie er unten auf den schwarzen Grund, wo wir normalerweise Game Over sind, wenn wir das berühren. Dann lief er die ganze Zeit rum, hat er auch noch rumgeknirscht. Na egal. Wir haben auch jetzt diesen Kurs erfolgreich durchrungen, kann man ja sagen. So. Ich habe auch wieder noch einen Kurs fertig. Ich würde ja jetzt gern weiter aufnehmen, aber. Aber ich werde leider jetzt mal kurz mal eine Aufnahmepause machen, weil ich noch ein paar andere Dinge zu erledigen habe noch. Und ich werde zusehen, dass ich heute noch weiter aufnehmen werde. Es ist ja nicht mehr viel zu machen eigentlich bei Mario. Und ja, ich bin ja schon fast fertig mit dem Spiel. Ich bin auch schon froh, dass dieses Projekt auch fast so gut wie auch erledigt ist. Es war schon ein Projekt von mir, das ja schon sehr lange... Im Rückstand stand bei mir. Der war ja, oh Gott, ich glaube 2011 habe ich das mal aufgenommen. Dann habe ich einfach auf Cooldown gesetzt und habe das nie wieder weitergemacht. Aber wir haben es ja jetzt fertig und sage mal, wir sehen uns in den nächsten Parts von Super Mario 64. Ich wünsche euch noch was. Schönen Tag, Leute. Ciao.